Unsere Besucher erwartet einen Rundgang durch das gesamte Volkskundemuseum, wo in den verschiedensten Situationen, die die Dauerausstellung zeigt, angedockt wird an das Thema Bett. Also viele Situationen, die wir sowieso im Museum zeigen, haben in irgendeiner Weise etwas mit dem Bett zu tun. Sie spielen sich dort ab oder sie sollten sich vielleicht gar nicht dort abspielen. Der erste Teil der Ausstellung findet im Stöckelsaal statt und im Stöckelsaal sind die verschiedensten Zuständigkeiten im Mittelpunkt der Ausstellung, wozu, was wir alles im Bett machen. Also das sind die ernsthaften Dinge von der Geburt bis zum Tod. Wir werden geboren im Bett, wir werden gezeugt im Bett, meistens dort. Wir sind krank im Bett. Und die meisten von uns hoffen, dass sie im Bett auch mal sterben werden. Dazwischen gibt es natürlich alltägliche Beschäftigungen im Bett, angefangen vom Essen im Bett und Telefonieren im Bett und Fernschauen und Computerspielen oder Arbeiten und so weiter. Diese Multifunktionalität wird auch vom Künstler Meinrad Meierhofer aus Oberösterreich in verschiedenen kleinen Skulpturen und Gemälden gezeigt. Es geht aber auch um das Statussymbol, zu dem das Bett mittlerweile geworden ist, nachdem es lange, jahrhundertelang ja eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich war, dass man ein eigenes Bett oder ein eigenes Schlafzimmer besessen hat. Das war ja ein Kennzeichen gehobenen Lebensstandards. Es geht auch um den Schlaf und um seine Geschichte. Der Schlaf wurde lange als Folge der Erbsünde gesehen und als ein Joch, dem wir unterworfen sind. Dann wurde es als eine Ressource entdeckt, die uns arbeitsfähig macht. Und es wird untersucht, wie man am besten diese Ressource ausnutzen kann. Und jetzt heutzutage ist man eigentlich selbstverantwortlich dafür. Man hat fit zu sein für den Arbeitsmarkt und deswegen muss man selber schauen, dass man auch ausreichend schläft. Also in Schlaflabors kann man so etwas testen zum Beispiel und sollte sich an die Regeln, die die Ärzte einem dafür dann geben, an die sollte man sich dann halten. Unter dem Titel Das versteckte Bett haben wir unter anderem ein Bett, das ein Dienstbotenbett gewesen ist. Es stand früher in einer Garderobe im Vorzimmer und darüber wurden dann die Mäntel aufgehängt. Und in der Nacht musste dieses Dienstmädel dieses Bett wie eine Schublade ausziehen und konnte dann den Strohsack hineinlegen und eine warme Decke und dort im Flur, im Vorhaus, muss es schlafen.